Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land und an den Geräten. Die AfD-Fraktion begrüßt jede konkrete Idee zur Verbesserung der Arbeitsrealität. Das betrifft natürlich auch konstruktive Ansätze, um Online-Betriebswahlen und Versammlungen besser zu ermöglichen und um betriebliche Mitbestimmung zu erleichtern. Eine Aufgabe des Gesetzgebers ist es hier, die Arbeit von Betriebsräten und die dazugehörigen Wahlen attraktiver werden zu lassen. Die Alternative für Deutschland als Partei aller Arbeitnehmer steht für eine Erleichterung der praktischen Betriebsratsarbeit durch zuzügliche Online- bzw. Videoformate. Die Potenziale der Digitalisierung gilt es endlich zu nutzen. Es ist eine Schande, dass wir dank Rot-Grün-Gelber oder vorher schwarz-roter Mängelwirtschaft auch im Jahr 2023 neidisch auf Digitalisierungsgroßmächte wie Estland oder Finnland blicken. Diese Regierungsparteien haben aus Deutschland auch digital ein Entwicklungsland gemacht. Sehr spät reagiert die CDU auf die von ihr mitverursachte Digitalisierungskatastrophe. Wenn nun die Betriebsratsarbeit durch eine zu beschleunigende Digitalisierung profitiert, profitieren alle beteiligten Akteure. Und wenn die Wahl zum Betriebsrat den klassischen Formen der Urnen- und Briefwahl optional online stattfindet, profitieren wir ausdrücklich hier die Arbeitnehmer. Anders gesagt, die optionale und das heißt für die Alternative für Deutschland ergänzende Online-Wahl zu den Betriebsräten, das ist zeitgemäß, sinnvoll und effizient. Die Abläufe werden optimiert, die Koordination zwischen den Beschäftigten der verschiedenen Standorten werden besser, die Akzeptanz einer Wahl durch eine steigende Wahlbeteiligung wird erhöht, und das wollen wir ja alle. Auch die Arbeitgeberseite wird Vorteile bemerken, insbesondere dann, wenn mehrere Betriebsstandorte zu bedienen sind. Der organisatorische Aufwand verringert sich. Und doch betonen wir, es darf keine Benachteiligung von Beschäftigten geben, die weniger internetaffin sind. Ihnen muss es möglich bleiben, auf klassische Weise rechtssicher zu wählen. Eine Ausschließlichkeit der Online-Abstimmungen lehnen wir ab. Jeder Arbeitnehmer muss selbst entscheiden können, auf welche Weise er seinen Vertreter in den Betriebsrat wählt. Davon abgesehen, werte Kollegen, die heute verhandelten Probleme sind nicht die wichtigsten Probleme der deutschen Arbeitnehmerschaft. Der deutsche Arbeitnehmer sorgt sich um den Frieden. Wir brauchen Diplomatie und keine Waffenlieferung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Beate Müller-Gemmicke.